Moinsen, Icke. Ich wollte mal ein kleines Resümee loswerden der letzten Tage, weil ich habe zwischendurch auch mal ein Video gelöscht und so und deswegen mal ein Resümee. Und außerdem ist heute Premiere und zwar habe ich heute meinen ersten Kaffee gemacht. Man sieht hier Kaffee, zwar nicht über dem Lagerfeuer, aber immerhin. Und hier noch schon was zu essen gemacht. Und bin jetzt gerade irgendwie hier in der Nähe von so einem Highway. Sieht man jetzt hier irgendwie recht schlecht, da ist er. Ja, weil man halt hier echt schlecht anhalten kann, nebenbei irgendwie sich auf eine Wiese setzen oder so. Geht ja nicht, weil die halt überall Zäune sind und muss man kicken, was man kriegt, wa? Oder so. Ich bin seit heute halt alleine unterwegs. Die Miss Henki ist heute weitergefahren und ich habe mich aufgemacht Richtung Lake Taupo. Und werde da mal kicken, wie das so ist. Jedenfalls die letzten Tage mal schnell angerissen, weil ich darf ja mir wieder nicht zu viel Zeit lassen. Ja, wir sind an so einer Küste gewesen, ich habe so ein paar Fotos von, da sollten eigentlich Delfine sein, hab keine gesehen. Ein paar Einheimische haben mir erzählt, dass da vor 4 Tagen Orcas waren und Delfine und so ein Scheiß. Und ich habe natürlich nicht davon mitbekommen, blöderweise. Dann sind wir weiter getuckelt. Weiß ich gar nicht mehr genau. Wir sind ziemlich viel Auto gefahren auf jeden Fall. Und wir wollten ja zum Cape Reinga und das war irgendwie nicht so cool, wie wir uns das gedacht haben, weil von Erzählungen her sollte das eigentlich voll gut sein. Aber ja, ging so. Ich bin da ein bisschen zum Berg runter, zum Wasser gestiefelt und wieder hoch und es war mega anstrengend. Und dann sind wir einfach wieder weitergefahren. Ja, und gestern waren wir, vorm Cape Reinga sind wir über den 90 Mile Beach gefahren, da gibt es auch ein Video von, oder 3, habe ich aufgenommen, war richtig geil, genauso habe ich mir das vorgestellt und mega, mega cool. Da guckt mich gerade jemand an, aber ist mir egal. War cool. Jedenfalls auf dem Rückweg vom Cape Reinga wollte ich noch die Kauri-Bäume sehen. Das ist so ein Kauri-Forest. Das sind so eine riesengroßen Bäume. Und da gibt es den King of Forest. Das war ein gigantischer Baum, habe ich noch nie gesehen, sowas vorher. War leider ein bisschen alles abgesperrt wieder. Wie ich schon mal erzählt habe, irgendwie alles sehr abgesperrt eben. Und ich bin da eine Route gelaufen, die hat eine Stunde gedauert. War schön auf jeden Fall, aber mir war es halt alle zu eingegrenzt. Man konnte nicht einfach mal links oder rechts irgendwo lang gehen. Durfte man nicht und ging eh nicht, weil der Wald undurchdringbar war. Also total krass. Aber die Bäume und die Wildnis da richtig gut. Ja, und dann sind wir danach halt nach Oakland gefahren und jetzt bin ich halt hier. Aber, was wollte ich noch sagen? Ach ja, wenn man da mitten in diesem Urwald ist, das ist voll krass. Man kommt sich vor wie in so einem Gewächshaus, in so einem großen. Also man glaubt ja nicht, dass das die echte Natur ist. Das sieht alles aus wie hingestellt, dass irgendjemand das so arrangiert hat. Weil das so perfekt aussieht irgendwie. Und vor allen Dingen, weil die Tiere fehlen. Also ein paar Vögel hört man halt, aber sonst nicht mal irgendwelche Fliegen, die dich nerven oder irgendwelche kleinen Viecher oder sowas, ja nicht. Das fand ich ein bisschen seltsam. Mehr von mir gibt's dann später oder morgen oder wann auch immer. Und somit verbleibe ich erstmal mit freundlichen Grüßen nach Deutschland. Auf Wiedersehen.